Da ist sie! Da ist die Kugel, Leute! Sagt 2000... Voller Vorfreude, ne? Da waren wir noch voller Vorfreude, Leute. Vor einem Jahr, da dachten wir, Season 11, Zero Point geht direkt weiter. Ey, aber im Prinzip, Leute, kommt euch das Thumbnail bekannt vor? Es war nice. Es war der erste Hoffnungsschimmer. Fortnite geht wieder los. Und dann kam irgendwann Travis Scott wegen Copyright. Leider wegen, muss ich Musik ein bisschen ausblenden. Wir haben nichts Krasses erwartet. Wir dachten, ne, es wird einfach ein interessantes Musikkonzert. Genau schon wie Marshmello es getan hat. Aber dann kam einfach nur ein Spektakel, ein Feuerwerk. Das Live-Event hat, glaube ich, uns alle überrascht. Aber das war nicht das Einzige, was wir Season 2 bekommen haben. Und das hat nochmal die Krone draufgesetzt. Aber da kamen auch schon so die ersten Schwierigkeiten im Jahr 2020. Und zwar, ne, erstens Corona hat das Live-Event ein paar Monate verschoben. Das war so eines der Dinge, die mega, mega, mega lange ging. Und dann nochmal die Proteste in Amerika haben dafür gesorgt, dass dieses Live-Event... Ich krieg schon Gänsehaut, auch wenn ich es ein zweites Mal angucke. Das ist nice, ey. Das sieht episch aus. Ich merke erst jetzt, wie krass das Live-Event wirklich war. Ja, oder? So jetzt das zweite Mal nach anzugucken, Leute. Man merkt wieder einfach, wie geil die gemacht sind, immer wieder die Live-Events, ne? Die Musik. Man kriegt wieder Gänsehaut. Ich habe wieder Gänsehaut, wenn ich das sehe. Oh, 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 oh. Monty Love unterstrich HF. Monty Love unterstrich HF. Monty Love unterstrich HF. Und jetzt kommt der Sturm. Und jetzt kommt Alright. Der Sturm besiegt, Leute. Und jetzt kommt der Plot-Twist. Hier dachten alle, okay, es ist vorbei. Ist vorbei. Live-Event zu Ende. Sturm ist besiegt. Und dann kam der Plot-Twist, ey. Und das, finde ich, haben die geil gemacht, ne? Haben extra noch die ganzen... Okay. Das hat eingeblendet und so weiter. So, und hier ging es weiter. Der Sturm ist wieder da. Top Secret? Ingenieurin? Das ist nicht nur ein Sturm? Was soll das denn bedeuten? Er muss mit der Schleife verbunden sein. Das ist auch wichtig, ne? Er muss mit der Schleife verbunden sein. Aber dass er so reagiert, hätten wir echt nicht vorhersehen können. Ich denke mal, er meint Midas. Deswegen hat Midas... Ich voll am Eskalieren, ne? Ich eskaliere immer, wenn ich irgendwelche... Infos zu irgendwelchen Live-Events bekomme oder sowas. Und dieser Moment jetzt. Da! Wasser! Da ist die Yacht! Da sind Fische! Oh mein Gott, die Musik, ich hab Gänsehaut. Fühlt die Musik! Einmal bitte im Chat ausrasten. Mit Emotes. Da ist ein fetter Hai! Ohne Witz. Ich kann mir das 10.000 Mal angucken. Es ist, immer ein geiler Plot-Twist gewesen. What? Die Musik dabei. Und im Prinzip sind wir da der Schleife entkommen. Das allererste Mal sind wir aus der Schleife entkommen und das war ein großes No-No. Und das war auch ein geiler Anblick, ne? Wo sind wir? Das war auch echt ein geiler Anblick. Wo sind wir? Ich dachte echt, der Sturm wurde zu Wasser, Leute. Ey, Leute, ganz ehrlich, wenn einer Fortnite fühlt und Fortnite Live-Events fühlt, oder? Dann bin ich das, oder? Ohne Witz. Also ich fühl's richtig, immer wieder. Egal was. Egal wie trocken eine Season ist, sobald Live-Event da ist, bin ich am Start. Das war eine gute Season, muss ich sagen. Season 2 kam eine Menge raus. Dazwischen wieder unzähliges Spiele gespielt. Last of Us, Final Fantasy vor 6 Monaten. Ja, müsste Juni sein, ne? War auch mega geil.
Mega nice Spiel, haben wir durchgezockt, finde ich super. Resident Evil haben wir durchgezockt, ne? Vor 8 Monaten tatsächlich sogar schon, das müsste dann im April gewesen sein. 9 Stunden Stream, durchgesessen das Ding. Haben wir durchgerockt. Und es war ein insanes Jahr. Twitch-technisch, also Streaming-technisch für mich. Da kam die neue Season 3 raus mit dem Wasserthema. Und ich würde sagen, die Leute waren auch trotzdem glücklich. Ne? Nicht nur wegen dem Wasser, aber das ganze Wasserthema wirkte frisch. Es wirkte so, als ob wir wieder eine komplett neue Map bekommen haben. Und, ne? Und da war der Wasserstand noch komplett hoch. Und es hat sich wirklich so angefühlt, als ob wir eine komplett neue Map haben. Eine Menge zu entdecken hatten. Es hat sich vieles geändert. Ne? Viele Orte sahen anders aus. Ich fand es gut. Ich fand es wirklich, wirklich gut. Pleasant Park sah anders aus. Also, die haben wirklich eine Menge geändert. Season 3 haben die gut reingehauen. Wurde dann leider zum Ende hin ein bisschen trocken. Aber dafür war es eine kurze Season. Ne? Es war eine kurze Season, aber es war trotzdem hier trocken. Es gab dann auch leider kein Live-Event. Das ist so eines der Flop-Dinger, die dann passiert sind. Gab leider kein Live-Event, aber dafür war die Season kurz. Knapp 60 Tage, würde ich meinen, ging es. 69 Tage, 67 Tage plus minus. Somit war das eines der kürzesten Seasons in Kapitel 2 bisher. Und vor allen Dingen war das auch eines der Seasons, die nicht verschoben wurde. Ich denke mal, das lag daran, dass viele Leute sich beschwert haben, dass die Seasons immer verschoben wurden. Die längste Season für iOS. Stimmt. Weil genau vor Ende von Season 3 kam dann Free Fortnite. Ja, die haben die Preise von den V-Bucks reduziert, wollten auch mehr Gewinne von Apple haben, dass sie nicht so viel abknöpfen. Und da kam der große Streit, weil Ewigkeiten haben wir drauf gewartet, Leute. Aber irgendwann kamen endlich die Autos raus. Also, hier ist das bessere Auto, würde ich sagen, ne? Ich habe ja auch noch persönlich mal ein Level-Up bekommen und mal ein richtiges Auto geholt. Ja, das Rennen zwischen Auto und Klimaanlage. Ah, ich habe ja so lange auf diese Klimaanlage gewartet für mein Gaming-Zimmer, ne? Ganz zufällig auf dem Platz. Stimmt, das kam schneller als das Fortnite-Auto, ne? Ne, vom Autohändler. Am besten nicht sagen beim Vloggen. Kann man auch machen. Das ist an sich nichts Besonderes, ne? Ihr seid ja schon noch von anderen YouTuber was anderes gewohnt und da ist das schöne Stück, Leute. Kilometer hat das mal aus. Leute, immer noch bester Motorsound. Immer wieder ein Schmaus, wenn man das Auto zündet. Boah. Und da ist mein Real-Life-Auto. Und dann kamen auch die Fortnite-Autos raus. Eines der gehyptesten Momente 2020 für Fortnite mit den Autos, ne? Kann man schon, denke mal, so festhalten. Die Leute waren schon extrem gehypt darauf. Aber spaßig war's. Ich finde bis heute eines der nicesten Dinge, die immer noch in Fortnite reingekommen sind. Ne, Season 4 kam raus, Marvel Season. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen auch eine mega, mega nice Season gewesen. Es hat einen guten Spannungsbogen, ne? Wir hatten mit Galactus kam was auf uns zu. Frenzy Farm war noch da. Stimmt, Frenzy Farm war noch da. Ne, da kam auch schon die erste Änderung rein mit Tony Stark und seinem Portal. Hatte versucht, das Ding schon zu ändern. Ein paar Monate später ist endlich angekommen. Ich bin hungrig. Ja, Hachu Pelmeni. Sauer. Der wirkte erstmal müde. Hütet euch. Oh, der redet. Ich bin hungrig. Hallo, hungrig, ich bin Raider Lull. Das sind meine Witze. Ich find's lustig, dass Iron Man in 2 Monaten mehr über den Nullpunkt rausgefunden hat, als wir nach 3 Jahren Fortnite, ne? Der war 2 Monate auf der Insel, der wusste schon direkt Bescheid. Was ist der Nullpunkt? Wo kommt er her? Wie viel Energie? Wenn Galactus ihn verschlingt, alles kaputt, alles scheiße. Portale, Nexus, Realitäten, kann er Busse klonen. Hat er alles innerhalb 2 Monate gelernt. Wir spielen Fortnite seit 3 Jahren. Wir wissen noch einen Scheißdreck über den Nullpunkt. Wir wissen gar nichts. Ist gerade mal 1 Monat her. Fühlt sich an wie eine Ewigkeit. 1 Monat, Leute. Der krasseste Stream ever.
Wenn wir schon Jahresrückblick haben, dann dürfen wir nicht vergessen, der krasseste Stream ever. Das war die Zeit, wo ich 260 Stunden im Monat hatte. Und dann kam noch der 27-Stunden-Stream im 1. Dezember dazu. Nochmal oben drauf. Klatsch. Aber mal noch der Stream drauf. Und es war geil. Es war geil. Leute. Es hat mega Laune gemacht. Und es hat sich gelohnt. Mit dem Timer. Und das war eine lange Nacht. Kurs geht raus an die 2000 Leute, die mit mir... Nee, nicht mal. 5000 Leute. Ja. Ey, warte. Quick Muffs. In halbe Stunde haben wir 23 Uhr. Dann haben wir noch eine Stunde, dann sind es 6 Stunden. Um 6 Uhr? Um 6 Uhr kommt Season 5 raus? Ja, Leute, braucht ihr gar nicht schlafen zu gehen. Bleibt einfach wach. Das ist so. Das war cool. Na, das Live-Event ging 10 Minuten. Ja, das stimmt. Live-Event. Guck, das Live-Event ging fast 10 Minuten. Also, das war das längste Story-Live-Event, das wir bisher haben. Jetzt holt eure Partyhüte raus. Es ist soweit. Neue Möglichkeiten. Für euch auch. Die Möglichkeit, jetzt noch einen Creator-Code einzutragen. Die letzte Chance vielleicht, dass ich euch das letzte Mal sage. Ja, ich glaube schon, das ist das letzte Mal, dass ich euch das dieses Jahr sage. Phoenix, dankeschön für den 8. Monat. Pendrick, dankeschön auch für deinen 2. Monat. Fliesentisch, danke Chef, dankeschön für deinen Raid mit 8 Zuschauern. Kuss geht raus, ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Stream. Willkommen im neuen Jahr. Na kurz, dankeschön auch für dein Twitch Prime. Der letzte Hype-Train. Richtung 2021. Holt eure Partyhüte raus. Mensch, dankeschön für nochmal 2 verschenkte Subs. Ihr letzten Subs dieses Jahr. Eingo, dankeschön auch für den Twitch Prime. Level 3 Zug ist da. Sugar, dankeschön auch nochmal für 5 verschenkte Subs. Da ist sie. Da ist die Kugel, Leute. Sagt 2020. Auf Wiedersehen. Fortnite ist im neuen Jahr. Jigsaw, danke schön für deinen 5. Monat auf Stufe 3. Frohes neues Neuseeland! Frohes neues Neuseeland, die feiern 2021, Leute. Die sind angekommen. Tada! Sehr schön. Es war ein interessantes Jahr, ein spannendes, mit vielen Herausforderungen. Ne, wir mussten vieles durchmachen. Hatte seine Höhen und Tiefen, aber nichtsdestotrotz hatten wir, glaube ich, schöne Momente. Und an denen sollte man festhalten. An denen sollte man festhalten, an den schönen Dingen, die im Leben passiert, die dieses Jahr passiert sind. Nicht an die negativen, Leute. Denkt dran, was ihr Schönes erlebt habt. An die Live-Events, an die schönen Momente in Streams. Sei es mit mir, sei es mit anderen Streamern. Was auch immer ihr dieses Jahr erlebt habt, haltet daran fest. Und 2021 kann nur besser werden. Irgendwann wird es soweit. Paar Tage, paar Monate, paar Wochen. Jede Stunde fällt diese Kugel jetzt runter. Und jede Stunde kommt ein neues Land bzw. eine neue Zeitregion in das neue Jahr. Bis 12 Stunden. Dann ist auch Deutschland dran. Dann sind wir dran. Baby Pinky, frohes Neues wünsche ich dir, Stan. Dankeschön, Baby Pinky. Für diejenigen, die gehen, sage ich auf jeden Fall schon mal guten Rutsch. Ne, ich weiß ja immer, dass die Leute sofort hibbelig sofort abhauen, sobald das passiert ist. Deswegen sage ich einigen schon guten Rutsch. Ne, wir sehen uns dann natürlich auch im neuen Jahr mit neuen Videos, neuen Streams.